gesammelt? Verdammt! Eisläufer 2. Geh wieder in deine Nische. Dorfbewohner? Geh wieder da rein. Ist da wieder eine Monstrosität erschaffen? Okay, fair. Nein, nimm dir keine von denen. Geh zu dem einen, der noch übrig ist. Spring da drauf. Okay, Wassereimer. Okay. Konnte man mit Mrs. Puff irgendwas machen? Tränke des... Geh so wieder da drauf, du nutzlose Abschaum. Tränke der Unterwasseratmung. Ah. Geh da wieder drauf. Los, fährt er wieder drauf, ich habe einen Fehler gemacht gehabt. Bring er wieder hin. Bring wieder auf deinen. Spring wieder auf deinen Blockort. Das ist nicht, was ich wollte, dass du tust. Geh da wieder drauf. Bring auf deinen Block. Nein! Das müsst ihr nicht mehr weg können, oder? Kannst du immer noch. Bring da wieder drauf. Los! Keiner muss. Jeder! I found a lot of fishies! Ich hab mein Schwarz hier vergessen, verdammt. Das wird. So. Okay. Künftig, wenn ich es austausche, die Lotte dazu bringen, höher zu schwimmen. So. Damit sie auf dem Teil draufstehen. Das da oben muss durch Slaps ersetzt werden, sonst funktioniert das nicht wirklich. Das ist falsch. So. Wir müssen auf der Falltür stehen, ansonsten klappt das natürlich gar nicht. Was hat er nochmal Effizienz gemacht? Haut schnell ab! Ah. Danke für die Erinnerung. Effizienz ist definitiv was, was wir von einem der Leute hier haben wollen. Entladung weiß ich nicht, was es tut. Dementsprechend mache ich den noch nicht weg. Keine Ahnung, ob Entladung gut ist. Der Weg zu neuen Jobstellen ist geöffnet. Drei Slots haben wir noch. Lauf, solange könnt. Genau. Zu den Arbeitsstellen, die wir für dich auch geöffnet haben. Du siehst aus wie jemand, der gerne lesen und schreiben lernen will. Du ebenfalls. Ihr sucht euch eure Slots jetzt hier raus. Meint ihr wirklich, dass ich euch wieder entkommen lasse? Geht! Geht in den Mindestlohnkäfig. Bewegt euch! Nur weil es dunkel wird, ist es für euch keine Ausrede. Rein da! In den Gehaltskäfig mit euch! Gott. Das wird nicht besser. Ich habe keine Besserung versprochen. Schwimmt! Scheiß auf Demokratie.
Okay, wir müssen schlafen legen, glaube ich. Schlafen legen? Falls ihr in der Lage dazu gerade seid. Ja, ich bin in der Lage. Hä? Wieso schlafen legen? Weil... Weil es ansonsten Nacht wird, nicht ansonsten 20.000 Jahre darauf warten muss, dass die Leute hier nicht von Zombies gefressen werden. Fair, fair, fair. So oft haben wir uns ja noch nie schlafen gelegt. Ich weiß, fürchterlich. Normalerweise mache ich das so ungern. Aber... Gerade sind Neste ungut für das, das Schlimme ist, nachts finde ich Endermänner, weißt du? Ah, ja, verdammt. Ihr klaut mir gerade meine Arbeit. Danke für die zweite Hasenfutter. Sagt Nist, der ist von einem Hasen. Sagt Nist, da hoppelt irgendwo ein zweifütiger Hase rum. Es ist von einem und demselben Hasen. Meine es. So, guck mal hier. Ihr beiden seid ja schön Spaß am Sozialisieren. Aber guck mal, es sind noch drei Slots übrig und ihr seid zu zweit. Was sagt ihr? Wollt ihr für den Rest eures Lebens an einem Bücher, an einem Lesepult gekettet sein? Wie jeder andere Büroarbeiter auch? Dann macht euch ran! Boy. Wo wir eure Arbeit immer und immer wieder durch die Gegend würfeln werden, bis wir zufrieden mit dem sind, was ihr leistet. Ob ihr es wollt oder nicht. Boy. Ich, Luf, schweig, ich baue gerade einen Real-Life-Simulator für die Dorfbewohner auf. Oh, sag ich wusste. Ich musste übrigens das Let's Play One Piece ganz lustig lachen. Oh? Oh. Ist er sich wie immer ist er sich da wieder am Rumboxen. Aha. Sehr gut, das ist ein Gehaltskäfig. Und auf einmal fallen die Worte, du kommst nicht vorbei. Gandalf. Für Gandalf. So. Nein! So, ein Gehaltskäfig ist gerade noch frei, dann kann ich die zweite Tasche bauen. Positive Sache ist, kriege Holz. Verbrennung 2 ist nicht schlecht. Effizienz 2 ist nicht gut genug. Gib mir Effizienz höher. Hast du eigentlich meine ganzen, deine ganze Wolle? Ja. Ich bringe sie jetzt mal kurz. Nein, tatsächlich nicht. Ich hab nicht mal einen kompletten Stack gebraucht, wie es aussieht. Ich bringe sie jetzt zurück. Okay, wenn du schon hier bist, ja. Ich glaube, du hast so den Sinn von ich bringe sie dir zurück nicht so ganz verstanden, ich oder? Ich bringe sie dir. Ich habe nicht gesagt, ich bringe sie zu deiner Hütte. Ich bringe sie dir und wenn du plötzlich da bist, wo ich bin, vereinfacht das die Aufgabe für uns beide. Außer für dein Inventar. Schlägerei! So, Treue 1... Hier muss ich noch neue Glasscheiben für ihn beschaffen. Glück 2. Wir haben schon Glück 3. Wir wollen nicht Glück 3. Okay. Guck mal, Reparatur. Ja gut, wir müssen sowieso bei denen kaufen. Ja, aber die Sache ist, ich versuche dafür, dass die ersten Bücher halt schon gute Werte haben. Der hier zum Beispiel hat Glück 3. Das ist, bei dem kriegt man direkt das beste Glück. Er hier hat direkt daneben Behutsamkeit. Und der daneben Reparatur. Das heißt, diese drei sind schon auf jeden Fall essentiell. Die sind Essential Worker. Apropos Reparatur. Mehrfachschuss. Ich bin gerade echt so auf dem Stand. Ich habe keine Ahnung, was ich bei Minecraft machen soll. Ja. Ich bin ein Ideenloser. Stärke. Nicht schlecht eigentlich, aber nicht relevant. Deswegen baue ich ja gerade, also versuche gerade Bienen zu bauen. Bienenzucht. Bienenzucht. Fehlerfall 3. Wissen wir, was Fehlerfall 3 behalten wir? Fallschaden existiert für uns bald künftig einfach nicht mehr. Leicht. Schwungkraft 2. Nicht schlecht. Treue 1. Treue ist für die Harpune. Oder für den Dreizack. Flamme. Na, Bogensachen. Ganz ehrlich, Bögen müssen wir nicht verzaubern. Schusssicher 2. Zu niedrig.
Federfall 2. Wir haben Federfall 3. Du bist irrelevant. Bücherregal, nein. East. You spin me right round, baby, right round. Da 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 da. So, Treue 3. Halten wir es mal, weil 3 dran steht. Ich hätte gerne irgendwo Effizienz und Haltbarkeit. Feuerschutz. Durchschuss. Köder. Achso, was wollte der Dude eigentlich für die Reparatur haben? Reparatur? Ja, das Reparaturbuch. Der hier möchte für Reparatur, der hier wohnt, 32 Smaragde haben. Aber der bei mir in der Büfte müsste günstiger sein. Und falls nicht, kann ich einfach ein Reparaturbuch kaufen, weil der mir einen Rabatt gibt noch extra. Noch eine Reparatur. Okay, der hier hat Reparatur für 22. Okay. Aber den habe ich, glaube ich, schon festgesetzt, oder? Dann wirst du raus. Günstigere Reparatur ist besser. Ja, den hatte ich festgesetzt. Verdammt. Günstige Reparatur ist günstiger. Festgesetzt? Auf was ja, festgesetzt? Ich hatte mit dem einen schon gehandelt, deswegen wenn er sein Angebot nicht mehr. Das ist der eine mit der Reparatur, die bisher gegeben hat, bleibt jetzt bei 32 Reparatur. Auch wenn wir jetzt einen haben, der theoretisch für 22 verkauft. Welcher verkauft denn für 22? Der neue hier neben mir, der verkauft auch für 24 Papier. Für 24 Papier gibt er einen Smaragd. Und für 22 Smaragd gibt er einmal Reparatur. Warte, ich muss erstmal. So, was ist mit euch da unten drunter eigentlich nicht richtig? Wird schon wieder irgendwas geschossen? So. Welcher war das? Der hier. Dem? Dem gibt 22 Reparaturen. Da haben wir halt zwei Reparaturleute. Ach, der will noch ein Buch extra dazu haben, ne? Buch habe ich dabei für dich. Da. Oh, das will. Danke. Ja, gib das her. Danke. So. So, wie lief das jetzt nochmal mit dem Verzaubern ab? Zum Amboss gehen. Der müsste bei der Gravel-Schmiede stehen, die Luft da erschaffen hat. Und das kannst du dann auf die entsprechende Ausrüstung drauf tun. Amboss, guck mal. Da ist ein Amboss. So. Diese Spitzhacke, dieses Buch. Erfahrungskosten 2. Hör damit. Dankeschön. So. Mann 3, auch nicht schlecht. Was ist unser Glück 3, Mann? 37, das ist schon teuer. Aber gut, wir können theoretisch unendlich Smaragde kriegen, wenn ich das richtig drehe. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach nur eine riesige Papierfarm bauen. Harpune 5. Einfach weil es eine 5 ist, bleibt das. Okay. Geht der nicht mit den. Geht der nicht irgendwann mit den Preisen runter? Je öfter man mit denen handelt, desto mehr Rabatte geben die den einen, das ist wahr. Sprungkraft 2. So, ich habe jetzt auf jeden Fall meine Diamantspitzhacke mit Reparatur. Das ist schon mal gut. Unendlichkeit für den Bogen. Wie ich habe so viele geengelte Bögen von Unendlichkeit, also. Da muss man sich keinen Kopf drum machen. Bann 4. Theoretisch schon, ja. Mehrfachschuss, okay. Einen Platz haben wir noch frei. Federfall 3 nehmen wir. Reparatur nehmen wir. Behutsamkeit nehmen wir. Glück nehmen wir. Habt ihr zufällig gerade noch neue unangestellte Leute? Sieht nicht danach aus, die müssen sich erstmal repopulieren.
Ich kann dir nicht sagen, was du in deiner Menschenzucht da alles so hast. Ja, die repopulieren gerade, also ist alles in Ordnung. Die füllen sich schon wieder auf. Ich glaube auch, möglicherweise sollten wir die Skriptore mit Stahltüren versehen. Einfach um ganz sicher zu gehen, dass keine Pillager hier reinkommen können. Mach doch einfach so ein komplettes Stahlgebäude drumrum. Ich brauche eine Mauer. Eine Mauer haben wir schon. Okay, da ist einer. Hey du, willst du einen Job? Ich fühle mich jetzt gerade wie das S aus der Kanalisation, das da einfach so rausguckt. Willst du eine Balance? Nur, dass es in dem Fall ein Job ist, den ich ihm anbiete, aus dem er nie so rauskommt wird in seinem Leben. Also, da bist du aber nicht das S, das aus dem Schacht rausguckt. Du bist das Arbeitsamt. Ja, hey du, bewege deinen Arsch darüber zu deinem künftigen Lebensunterhalt. Nein. Ich hätte auch noch einen Wassereimer, wenn du Hilfe brauchst. Ja, warte, er müsste fast da sein. Hi. Ist doof, wenn man nicht runterkommt, ne? Nein. Geh raus aus der Ecke. Warum? Boy, ich setzte Blöcke davor. Du gehst nicht in diese Ecke. Du gehst da runter. So, du brauchst einen kleinen Schubs. Er weigert sich. Oh, warte mal kurz. Uhu. Geht. Gerade rechts, da kommt schon ein Zombie an. Hey, Gucci Man. Aua, komm. Nein. Komm zu mir. So. Erste Ladung des Rage Cages ist voll. Er hat nicht mal seine Ausrüstung fallen lassen. Was ist das für einer? So, was bietet er gerade? Was bietest du uns an? Feuerschutz 2. Gib mal zur Seite. Du überlegst dir dein Angebot nochmal neu. Ich verändere den Deal. Bete, dass ich ihn nicht noch weiter verändere. Das ist nicht, womit wir arbeiten können. Bruder, brauchst du noch Lesepulte? Nee, oder? 10 weitere. Das hat noch 2. Das hat er jetzt für das hergestellt. Denn Etage 2 kommt er gerade hier drauf. Ah. Oh je. Feuerschutz 2 schon wieder. Geh weg damit. Gib uns was Gutes. Entladung. Was um alles der Welt macht die Verzauberung Entladung? Ich google das Ganze mal. Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch eine Dreizack-Verzauberung. Stärke 1. Aber wir haben noch keinen Dreizack gefunden und dementsprechend. Explosionsschutz 1. Wir hätten gerne Effizienz oder Haltbarkeit. Durch der Bindung. Es ist nach der Wüste sein Bett. Er darf nicht in sein Bett. Also, Entladung beschwört einen Blitz, wenn ein Objekt während eines Gewitters von einem geworfenen Dreizack getroffen wird. Also vergleichsweise Nutzung, weil Zeus schon aktiv sein muss. Okay. Genau. Verbrennung 1. Wäre eigentlich ganz lustig, aber irgendwie... Wenn es ohne Gewitter wäre, dann Plünderung 3. Haben Sie? What? Oh, nein! Doch, du bleibst... Okay, warte. Schwimm hoch. So. Okay, dann sitzt er jetzt fest, bei Plünderung 3. Das heißt, bei dem müssen wir mit allen Leuten hier einmal handeln, zumindest damit deren Angebote festsetzen. Nicht, dass schreckliche Dinge geschehen. Außer, bei Mehrverschuss bin ich mir nicht sicher, vielleicht. Da können wir unsere Armbrust in Schrot finden, verwandeln. Ich brauche 24.
Warte mal, was brauche ich, um Zuckerrohr zu pflanzen? Einfach nur Wasser und einfach auf nur Erde konnte ich auf, ja. auf Erde konnte ich die auch pflanzen. Ja, ne? Einfach nur einen Block neben dem Wasser, der am Wasser angrenzt. Sehr schön. Dann werde ich eine Zuckerfarm bauen. Sehr gut. Dass wir ein unendliches Vorkommen an. Oh, warte mal, Endermänner. Denn ich bin nämlich müde, tatsächlich Zuckerrohr. Endermänner! Ich bin nämlich leid, das Zuckerrohr die ganze Zeit da hinten von dem ganzen Fluss zu nehmen, wo ich inzwischen die Farm 20.000 Kilometer angebaut habe. Man kann sogar. Man könnte theoretisch eine unendliche. Eine automatische Zuckerrohrfarm bauen, eine komplette. Die dann wortwörtlich ein Zuckerrohr immer dann aberntet, sobald er voll ist. Da braucht man nur Pistons, Observer, also Beobachterblöcke. Ja. Und muss das Ding in gewissen Maßen einfach nur in die Höhe bauen. Oh. Wenn man da unter Lichter setzt, dann kann man so einen Zuckerrohrturm bauen. Ich habe einen Enderman. Ich guck dich sogar an. Hör auf, mich zu ignorieren. So. Ich muss da Geld machen. Ich habe eine Idee, wie ich Geld mache. Ich hab unendlich viel Gold. Priester, mach mein Gold zu Geld. Nein! Oh. Oh. Ich glaube, ich lasse es einfach mit Minecraft. Oh. So schlimm ist mein Fair. Das ist so nervig. Du hast dein Schild oben und dann kriegst du trotzdem eine mit. Ach, geh doch aus diesen Scheißbüschen raus, Mann! Wo ist denn jetzt mein Zeug? Ich hätte ganz vergessen, dass wir bei Gagina Diamantrüstung kaufen können. Ziemlich günstig. Ja. Bin ich. Für eins Mark habe ich. Ich finde mein Zeug gerade nicht. Schau mal, wo du bist. Och, Mann. Ja, jetzt. Ja, genau. Jetzt kommen sie alle zeitgleich. Oh. Ihr verarscht mich doch jetzt. Meine Fresse. Abschaum! Natürlich, wieder alles nur Skelette, weißt du? Die sind wirklich sehr viele Skelette. Oh, hallo Creeper! Das Zeug ist weg. Müsste irgendwo noch da sein. Ich habe auf jeden Fall eine Enderperle gefunden. Das ist schon mal vorteilhaft. Ja, natürlich! Kommt wieder so ein räudiger Creeper! Die Frage ist natürlich, wo du gestorben warst. Ja, das suche ich auch gerade. Ja, das Zeug ist weg. So schnell despawnt das nicht. Ja, wenn du es alleine schon nicht findest, dann. Hast du was zu essen dabei? Ja, gleich. Ich kriege einfach nämlich gerade unglaublich in die Fresse von den Alter. Ganzen Leuten. Die sind gerade alle wirklich schlecht gelaunt. Ist denn das Zeug hin? Oh Mann! Nein, aua! Oh, die fliegen. Also jetzt gerade geht mir alles so richtig hart auf den Sack hier. Bisschen Baum vom Holzblock fällt. Wo ist denn das Zeug jetzt? Nö, das ist weg. Meine komplette Ausrüstung. Alles, was ich dabei habe, weg. Wie kann das sein? Hier ist es! Gefunden! Wo ist hier? Hinter dir! Hier war das und da oben ist der Rest. Oh, ja, da kommt gleich hier das nächste Skelett, natürlich.
Abschaum! Jetzt ist gerade aber alles wütend. Das ist jedes Mal ist die gleiche Kacke, weißt du? Dann stehst du da, willst einem Enderman klatschen und ist alles zeitgleich wütend auf dich. Und dann kommt es auf dich zugerannt. Ich glaube, ich müsste noch einen Haufen Enderperlen bei mir in der Wohnung haben. So ein 9 Stück oder so. Das ist sowas, was mich so richtig abfuckt. Und hey, ich hatte mal wieder 20 Level. Auch komm aus diesen scheiß Büschen raus. Ja, schmeiß das Ei. Ah, ich hab nichts zu essen dabei. Tommy. Es gibt keinen... Na, Dorfbewohner kaufen auf keinen Fall Eier, oder? Ansonsten sollten wir definitiv einen Bauern anlegen, denn du hast eine Hühnerfarm. Check ich mal ganz kurz. Und dann können wir im Endeffekt unendlich Diamantrüstung kriegen. So, ich schau ganz kurz. Passionen. Das noch gleich hier. War das? Nein, nicht das. Das. Okay, Chrome ist das Apfelkaspert erstmal. Wird hab's zu kurz, zu schnell geöffnet. Wieso fliegt es gerade nicht mehr? Och, Fliege, verpiss dich doch endlich. Meine Fresse. Da haben wir sie ja. Okay. Kauft irgendjemand Eier? Oder irgendwelche Sachen, die wir in großen Massen herstellen können? Sticks sind eine Sache, die man ganz gut kriegen kann, glaube ich, wenn man mit den richtigen Leuten handelt. Oder die man ganz gut verkaufen kann. Also. Du hast gesagt, du hast, du dürftest noch Enderperlen bei dir haben? Ja, in der Kiste neben dem, neben dem Braustand. Da müssten ein paar sein. Ich habe aktuell keine wirklich... Welche von diesen 50? Die Kiste neben dem Braustand. Da. Oh, da ist sogar ein Enderauge drin. Das Enderauge könnte ich, glaube ich, gebrauchen. Lass mir eine Perle und bring dir vielleicht noch einen... ich möchte nämlich noch eine Endertruhe für uns bauen, die uns dann zwei Orte miteinander verbindet. Oder generell eine Endertruhe bauen. Und ich würde zwei bauen, damit wir eine immer mitnehmen können auf künftige Expeditionen, dass wir Sachen zwischenbunkern können. Die dann gesichert sind. Diamanten zum Beispiel und solche Sachen. Fair, fair, fair. Was brauchst du dafür ein Enderauge, ne? Ich brauche dafür ein Enderauge, Obsidian und genau, das brauche ich jetzt noch ein zweites Enderauge. Und ich muss wahrscheinlich dafür ein bisschen Obsidian farmen gehen. Zwei Enderaugen brauchst du dafür. Ein Enderauge pro Kiste, aber wir brauchen ja zwei Kisten. Und eine Kiste müsste hier sein und die andere Kiste, jetzt wo wir Behutsamkeit endlich kriegen können. Dann hast du jetzt zwei Enderaugen in deiner Truhe drin. Sehr gut. Dann muss ich bei Zeiten noch vier weitere Obsidian beschaffen. Und dann wird das klappen. Ich wollte gerade irgendwo schauen. Können wir irgendwo... Was können wir in riesigen Massen verkaufen, theoretisch? Ein Fletcher wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wenn wir einen entzombifizierten Fletcher kriegen könnten. Wir haben einen entzombifizierten Fletcher. Haben wir? Ja. Wir besuchen ihn nur nie. Oh.
Ja, der verkauft. Der kauft Sticks. Der kauft was? Er kauft im großen Stil Sticks. Ah, okay, ist was anderes gehört. Er will Death Sticks kaufen. Wo ist der Typ? Der bin ich gerade bei dem.